Der Siebenbürger Raum zeigt die Lebensweise und das Drama der Flucht der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen im Jahr 1944. Sie kamen mit Trecks, mit Plachenwagen nach Österreich. 393 Flüchtlinge fanden in Bad Hall Aufnahme. Die typisch nordsiebenbürgische Bauern- und Wohnstube zeigt ein Schüsselbord, die Bank, den Tisch und hier auch viele Trachten. Statussymbol war das berühmte hohe Bett, wo die Bäuerin ihre Fertigkeit mit Nadel und Zwirn zeigte und sehr schöne Polster mit reichster Stickerei herstellte. Oft arbeitete sie daran 2 bis 3 Jahre.